Habe Deri, servus, grüß euch. Heute mal wieder ein Aquarienvideo, gell? Ja, was liegt heute an? Ja, also so an und für sich, kennt ihr es ja, mein Becken, gell? Alles soweit ganz gut, alles soweit ganz schön. Schauen wir mal rein, was so los ist. Die Tigerlotus, die ist bärig. Die hat zwei schöne Schwimmblattl, das eine habe ich euch ja schon gezeigt. Und es hat noch eins ausgebildet. Das ist dahinter. Ja, die ist richtig schön geworden. Richtig super bärig. Super bärig, da kannst du nichts sagen. Macht Spaß. So eine schöne Tigerlotus zu haben. Ja, aber um was es heute geht, zeige ich euch einmal. Es gibt was, was mich ein bisschen stört. Also, es ist jetzt auch nicht sehr schlimm. Also, es ist schlimm, wenn es in Massen auftritt. Aber das ist das da. Schaut euch einmal das an, das Blaue. Hoffen wir, es sieht's. Also es ist nicht so schlimm, wie man meint, also, weil es ist eigentlich nur ein optisches Problem. Und das, was da blau ist, das ist Cyano. Also Cyanobakterien haben das, auch genannt Blaualgen. Obwohl Blaualgen, das ist ein bisschen irreführend, weil es ist eigentlich keine Algenart, es sind Bakterien. Und die haben nur schleimig, die haben nicht schön und sollten nicht unbedingt im Aquarium sein, obwohl sowas in der Anfangsphase tritt natürlich sowas oft auf. Ja, mei, da gibt es vielfältige Ursachen. Keine Ahnung, warum das so ist. Aber wir werden jetzt einmal dagegen wirken. Und zwar habe ich was gekauft. Habe ich ein schönes Mittelchen gekauft, was der Sache entgegenwirken soll. Und das ist das da von der Firma Easy Life. Das heißt Bio Exit Blue und das ist gegen diese Cyanobakterien, die Blaualgen. Natürlich alles selber gekauft. Okay. Und da werden wir jetzt einmal richtig schön mal das einnehmen. Schauen wir mal, dann sehen wir es schon, hat er gesagt. So wird es am besten, naja. Glaube, so ist es am besten, so seht ihr es das am besten, wenn wir das machen. Da steige ich da her. So, Avidere. Und zwar werde ich jetzt das aufzogen. Mit der Spritz. So machen wir das. Kommt da rauf. Gibt der Dr. Thomas Spritzen. Ja, dann ziehen wir mal was auf. So. Von dem Bio Exit Blue. Also gibt es zwei Versionen. Da gibt es die Bio-Version und eine normale Blue Exit. Wie viel war es jetzt in jeder? Ich zeige jetzt einfach mal so weit auf. Sind jetzt 20 Milliliter.
Da haben wir das mal auf Zeiten da, dass wir es ausschütten, weil das braucht man noch. Gut, also da, ihr habt es gesehen. Schau mir, dass ich mich so positioniere, dass ihr das richtig seht. Und dann gehen wir mal rein. Fisch auf Zeiten, ich will keinen stehen. Geh weg. So. Ich hoffe, das passt da so. So. Weiß ich nicht, ob das erreicht. Keine Ahnung. Ob das jetzt so genug war. Oh Gott, das war. Jetzt haut es gleich Wasser mit raus. Oder haben wir nochmal ein Ding reinziehen? Ja, ich glaube, ich werde nochmal was aufziehen. Weil das war jetzt sicherlich noch nicht genug. Das wird jetzt noch nicht gereicht haben. Holen wir nochmal Runden raus. Ja, im Stehen ist besser. So. Ja, so zirkt es leichter. So wie man es halt. So, nochmal das gleiche Prozedere. Nochmal die Spitzen voll, also sind es dann 40 Milliliter. Das wird aber auch passen. Und dann hauen wir das jetzt noch auf die andere Seite rein. Und dann werden wir schon. So, weg, Kinder, weg. So, hauen wir es jetzt da auch noch rein. Seht ihr die Knappen wieder? Die gerade ruf aus. Hoffe, dass das reicht und dass wir überall so weit hingekommen sind. Gut. Das werde ich jetzt verteilen. So. Wasser rauslassen. Jawohl. Ja gut. Deckel zu. Und dann war es jetzt das. So. Spritzen auf Seiten liegen. Wichtig, dass wir dann alles wegräumen und alles zu machen, damit wir kein Malheur nicht haben. Ja. Jedenfalls habe ich jetzt das da unten initiiert. Und dann werden wir das schon kriegen. Da haben wir das Problem auch beseitigt mit der Zeit. Ja gut, dann war's das jetzt. Wenn euch das Video gefallen hat, das, was ich jetzt gesagt habe, würde ich mich freuen über einen Daumen nach oben. Nette Kommentare werden sowieso immer beantwortet. Okay, liked das Video, teilt es. Und wer mich jetzt noch nicht abonniert hat, über ein Abo, würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Okay, dann war's das also. Macht es gut. Pfiat euch, Servus, habe ich dir.